Und damit wieder hallo und herzlich willkommen hier bei Anno 1404. Mein Name ist der Till und wir sind hier auf Gamer TV bei unserem schönen Let's Play von Anno 1404, wie schon gesagt. Und ja, wie ihr seht, geht's uns finanziell noch immer nicht so wahnsinnig gut. Ich denke mal, ich werde da nachher so gleich ein bisschen verkaufen müssen. Besonders Holz haben wir verdammt viel. Ein wenig zu viel fast. Und ich möchte mich ganz doll, ganz stark bei euch entschuldigen dafür, dass es in letzter Zeit ein wenig, sehr wenige Videos von mir gab. Um nicht zu sagen, gar keine. Das hat einen simplen Grund, wenn auch einen blöden Grund, aber dieser Grund lautet, ich musste arbeiten und hatte keine Zeit, weil ich bin nach Hause gekommen und durfte gleich sofort ins Bett fallen. Und dann gibt es noch eine weitere Änderung auf diesem, naja, was heißt eine weitere? Es gibt eine Änderung, welche da besagt, dass ich meine Videos nicht mehr wie sonst 20 Minuten lang machen werde, sondern nur 15. Da die meisten Leute, so hatte ich den Eindruck, nach einer Viertelstunde wegschalten. Und wozu soll ich hier 20 Minuten labern, wenn doch nur 15 Minuten geschaut werden? Das macht ja keinen Sinn, nicht wahr? Und wie ihr hier unten vielleicht gesehen habt, dem fehlt's an Hanf. Deswegen baue ich hier oben einfach mal geschwind noch 9 an. Und jetzt muss ich hin und wieder mal ein bisschen genauer nachdenken und ein bisschen langsamer bauen. Weil meinen allen Spielen, die ich außerhalb der Kamera spiele, mache ich aus Einfachheit immer Kosten. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Nein. Lasst von euch hören, wenn die Zeit gekommen ist. Ach, das ist da. Och nö. So. Angriff? Warum hängt das schon wieder? Angriff? Du hast von dem abgelassen? Warum? Naja, zu meinen Gunsten. Hier werde ich mal wieder auffüllen müssen. Und damit sind wir schon wieder so gut wie pleite. Ich verstehe es nicht. Du hast einfach zu wenig Hanf. Ach, meine Güte, Leute. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Die Felder kosten Gott sei Dank nur 50. Wie schön, dass ich mich so auf dich verlassen kann. Oh, da hat jemand eingekauft. Das ist sehr schön. Wie kann ich hier... Das gefällt mir. Ja, mir auch. Jetzt kaufen die Leute langsam wieder ein bisschen ein. Sehr schön. Helena hat schon wieder eine Insel besiedelt. Na super. Was will sie denn da oben? Naja. Die hat doch schon Adlige, oder nicht? Ein fairer Handel. Nö, das nicht.
Oh. Wahrscheinlich will sie wegen dem Getreide dahin. Bergfried hat sie schon. Wie sieht's bei dem Live aus? Der hat zumindest schon eine Mauer und auch einen Bergfried. Also die könnten schon Krieg führen, wir noch nicht. Ja. Begeisterung ist groß. Naja, ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen... Most und Fisch verkaufen. Wir haben doch Hanf in Massen. Was will der denn? Hallo? What's your problem, Junge? Nö. Das ist mir jetzt zu dumm. Dann baue ich den halt hier hin. Dichter ans Lagerhaus. Junge, Junge, Junge. Haben Hanf in Massen? Und er sagt, wir haben keinen. Ah, dann werde ich wegen der Baukosten, um die Baukosten zu sparen, den hier oben auch mal einreißen. Das ist mir sonst zu teuer. Ich habe nicht gerade viel Geld. Dann kann ich nicht einfach mal so Unmengen ausgeben. Das geht nicht. Kohle haben wir auch massig. Verkaufe ich auch mal ein bisschen was. Und dann passt das schon. Gucken wir mal kurz runter in Orient. Wo sind wir eigentlich da? Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Ja. Was ist mit dir los? Ach, du bist einfach nur überladen. Füllen wir hier mal nochmal auf. So, das ist dann auch. Dann suchen wir wieder unsere Kriegsschiffe zusammen. Eventuell findet sich irgendwas, irgendwo ein Abnehmer für diesen Plunder. Jo, der wird sich finden. Da unten. Meine Lager stehen euch jederzeit offen. Ich weiß. Aber dein Geldbeutel sitzt anscheinend nicht so locker. Ich schlage ein. Es wäre auch was Neues, wenn der locker säße. Waffen haben wir anscheinend sehr viele. Oh ja. Waffen und Lederwämser können wir getrost nochmal verkaufen. Hier können wir generell nochmal getrost gut verkaufen. Sehr schön. Verkaufen wir hier mal Waffen. Lederwämser. Leinenkutten lasse ich mal noch. Werkzeug habe ich. Ja, und verkaufen wir mal Leinenkutten noch. Bisschen. Was fehlt uns außer Geld zum Bau eines Bergfrieds? Ein gutes Geschäft. Nur das Geld. Aber das kriegen wir auch noch zusammen. Nehmen wir mal 40 Lederwämser, 40 Bier, 40 Brot und 40 Waffen weg.
verkaufen wir. Ihr seid hier immer gern gesehen. Ich bekomme regelmäßig Waren aus dem Kaiserreich. Verkaufen wir dem den Plunder. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Fahren mit dem Kriegsschiff, mit dem Kriegsschiff wieder hoch. Suchen uns unser zweites Kriegsschiff. Wo steht denn das jetzt nochmal? Da steht's rum. Schicken das ebenfalls nach Hause. Du bist auch gleich da. Aber anscheinend hat sich das mit unserem Finanzproblem gerade ein wenig gelöst. Kommt nur und seht euch in aller Ruhe um. Oh, das ist schön. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Langsam kommen wir aus unserer... Langsam werden wir unserem finanziellen Problem her. Oh, ihr seid einfach nur zu voll. Na, dann geht das ja noch. Da fehlen die Steine. Kann ich ja nachher auch unterbringen. Dann bauen wir jetzt erstmal einen Bergfried. Frag mich nur nicht, wohin. Hier sieht's doch schön aus. Zack. Dafür brauchen wir Adlige. Für die Trebuchetstellung. Und 20 Kriegsmaschinen. Naja, die können wir sowieso noch nicht bauen. Ein großes Heerlager können wir schon bauen. Ein kleines Heerlager können wir auch bauen. Ja, jetzt wollen die hier aufgefüllt werden. Naja, es geht noch. Noch sind wir über 2000. Insofern ist das halb so wild. Die Mauer brauchen wir noch nicht. Wie teuer ist 60 und 20. Boah, es geht, ne? Kostet einfach mal dreimal so viel. Und ist nur doppelt so stark. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eher auf kleine Heerlager setzen. Und davon halt mehr bauen. Was ist hier los? Die wollen einen Schuldturm. Was brauche ich für einen Schuldturm? 60 Stein, 24 Glas. Kann ich... Habe ich noch einen Platz? Nö. Nehme ich einfach mal die Waffen aus dem Verkauf und setze Glas in den Einkauf, damit ich dann später für die hier unten einen Schuldturm bauen kann. Ja, genau. Verschwinde, du feige Schwein. Greifst jetzt den an, ne? War klar. Aber der Live kommt mir zu Hilfe. Wenn es darauf ankommt, kannst du immer mit meiner Hilfe rechnen. Oh, die Helena hat mir Geld gegeben. Sehr schön. Der kleine feige Hassan flieht mal wieder. Typisch für den Korsan. Vielleicht nimmst du gleich die ganze Börse. Ist ohnehin fast leer. Ey, cool. Jetzt geben sie mir alle Geld. Der Live-Jorgensen lässt sich für uns aufs Maul hauen. Ich finde das schön. Muss ich mich nicht immer mit dem Idioten Hassan Benzaid rumprügeln. Und damit ist dann auch diese Folge beendet. Ich sag auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dies wird Donnerstag sein, da ich jetzt meinen zweiten von 4 Tagen frei habe. Gestern habe ich geschlafen wie ein Stein den ganzen Tag. Aber naja, das ist ein anderes Thema.
wie gesagt, tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, hilft mir sehr, freut mich mehr. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.